Damit herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo der 5. Jägerkompanie zum Thema Einheitsgrößen der Bundeswehr. Dieses Video werden wir dementsprechend in 4 Teile aufteilen. Und zwar einmal werden wir euch was zu den Teileinheiten sagen, einmal zu den Einheiten, zu den Verbänden und zu guter Letzt zu den Großverbänden. Fangen wir bei den Teileinheiten an. Die kleinste Einheit der Bundeswehr ist der Trupp. Mannstärke besteht hierbei aus 2 bis 7 Soldaten. Hat keine selbst unterstellten Truppenteile und die Führung eines Trupps kann dementsprechend schon ab dem Dienstgrad Hauptgefreiter stattfinden. Geht weiter zum Stabsgefreiten, zum Oberstabsgefreiten und zum Unteroffizier. Kommen wir zur Gruppe. Die Mannstärke der Gruppe besteht zwischen 8 bis 12 Soldaten, hat unter Umständen bis zu 4 Trupps als unterstellte Truppenteile bei sich und die Führung kann hier dementsprechend schon ab Unteroffizier aufgenommen werden. Geht weiter über den Stabsunteroffizier, Feldwebel bis zum Oberfeldwebel. Kommen wir zur nächsten Teileinheit und das ist der Zug. Die Mannstärke besteht hierbei zwischen 13 bis 60 Soldaten, hat logischerweise 2 bis 4 Gruppen als unterstellte Truppenteile und die Führung wird hier normalerweise ab dem Dienstgrad Hauptfeldwebel aufgenommen, geht weiter zum Stabsfeldwebel, Oberstabsfeldwebel, Leutnant, Oberleutnant und Hauptmann. Kommen wir zur letzten Teileinheit und zwar die Staffel. Die Staffel besteht aus einer Mannstärke zwischen 25 bis 60 Soldaten. Unterstellte Truppenteile sind hierbei bis zu 3 Züge. Die Führung wird ab Leutnant aufgenommen und geht bis zum Hauptmann. Kommen wir zum nächsten Teil des Videos und zwar den Einheiten. Als Einheiten werden im Großen und Ganzen die Kompanien bezeichnet. Kommen wir zur Kompanie. Die Kompanie hat eine Mannstärke von 60 bis 250 Soldaten, hat unterstellte Truppenteile in Form von 2 bis 6 Zügen und die Führung wird normalerweise von einem Hauptmann oder einem Major besetzt. Hierbei ist darauf zu achten, dass es je nach Waffengattung und Teilstreitkraft unterschiedliche Bezeichnungen gibt. Zum Beispiel nennt die Artillerie ihre Kompanie nicht Kompanie, sondern Batterie. Und zum Beispiel heißen fliegende Einheiten bei der Luftwaffe, der Marine oder Heer auch Staffel. Kommen wir nun zum Thema Verbände. Kommen wir zum ersten Verband und das ist das Bataillon. Ein Bataillon hat eine Mannstärke zwischen 300 bis 1200 Soldaten. Unterstellte Truppenteile sind hierbei 2 bis 7 Kompanien. Die Führung wird ab Oberstleutnant besetzt. Kommen wir nun zum nächsten Verband und das ist das Regiment. Das Regiment besteht aus einer Mannstärke zwischen 2000 bis 3000 Soldaten. Unterstellte Truppenteile sind hierbei 2 bis 4 Bataillone oder 7 bis 10 Kompanien. Die Führung wird ab Oberstleutnant oder Oberst gestellt. Kommen wir nun zu den Großverbänden. Der erste Großverband ist hierbei die Brigade. Eine Brigade besteht aus einer Mannstärke zwischen 3000 bis 5000 Soldaten. Unterstellte Truppenteile sind hierbei 1 bis 3 Regimenter. Die Führung wird ab Oberst oder Brigadegeneral besetzt. Der nächsthöhere Großverband ist dann die Division. Die Division besteht aus einer Mannstärke zwischen 10.000 bis 20.000 Soldaten. Unterstellte Truppenteile sind jeweils 2 bis 6 Brigaden. Die Führung wird hier ab Generalmajor gestellt. Kommen wir nun zum Korps. Das Korps hat eine Mannstärke von 30.000 bis 80.000 Soldaten. Unterstellte Truppenteile sind hier 2 Divisionen oder mehr. Die Führung wird ab Generalleutnant gestellt. Kommen wir nun zum Führungskommando. Das Führungskommando hat eine Mannstärke zwischen 50.000 bis 60.000 Soldaten. Unterstellte Truppenteile sind 2 oder mehr Korps. Die Führung wird hier ab General gestellt. Bei den Führungskommandos gibt es dementsprechend verschiedene Einteilungen. Zum einen gibt es das Kommando Heer, das Kommando Luftwaffe, das Marinekommando und das Kommando Streitkräftebasis. Kommen wir nun zur Heeresgruppe. Die Heeresgruppe besteht aus einer Mannstärke von 100.000 Soldaten oder mehr. Unterstellte Truppenteile sind hierbei 2 oder mehr Führungskommandos. Die Führung wird immer von einem General besetzt. Kommen wir nun zum letzten Großverband und auch schon zum Abschluss dieses Videos. Letzter Großverband der Bundeswehr ist das Einsatzführungskommando der Bundeswehr. Hat eine Mannstärke von 200.000 Soldaten oder mehr. Und die unterstellten Truppenteile bewegen sich hier von 2 oder mehr Heeresgruppen. Die Führung wird auch hier von einem General besetzt.